Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es wieder um einen Cold Case, und zwar aus dem Jahr 1996. Das Opfer war der damals 43-jährige Klaus Liebscher. Auch dieser Fall gehört zu den Fällen, der überhaupt nicht mehr im Internet präsent ist. Tattag war der 12. Juni 1996 gegen 2 Uhr morgens. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 2. Mai 1997. In seiner Einleitung zu dem Filmfall sagte Eduard Zimmermann folgendes: Eine alte kriminologische Regel besagt, dass in erster Linie Menschen und Institutionen von Raub und Diebstahl bedroht werden, bei denen populär ausgedrückt etwas zu holen ist. Aber nicht zuletzt wegen der anwachsenden Mobilität auf dem Globus und das zunehmende Gefälle zwischen Arm und Reich ändert sich diese Lage. Heute sind auch Menschen, die bei uns als arm gelten, mehr und mehr gefährdet. Denn es gibt überall auf der Welt unendlich viele, die noch sehr viel ärmer sind. Und für diese ist die Wohnung eines Sozialhilfeempfängers in Deutschland unter Umständen eine Fundgrube. Die Kriminalpolizei in Karlsruhe bearbeitet seit einem Jahr einen Raubmord, der diese Veränderungen in der Kriminalität und der Gesellschaft auf beeindruckende Weise deutlich macht. Ich persönlich empfinde den Vorgang als Vision einer nicht sehr schönen Zukunft. Kleiner Einwurf von mir, ich möchte nicht wissen, was Ede zur heutigen Situation in Deutschland sagen würde, wenn er Filmfälle einleitet. Der Filmfall beginnt dann damit, dass der Stadtteil, in dem Klaus Liebscher lebt, vorgestellt wird. Es ist die Südstadt in Karlsruhe. Der Sprecher Michael Brennecke sagt dazu, dass wer hier lebt, nicht selten von staatlicher Unterstützung abhängig ist. Die Arbeitslosenquote in diesem Viertel ist außerordentlich hoch. Und in einer Dachgeschosswohnung in der Wielandstraße 74 leben seit über 10 Jahren Irmgard Waldemeyer und ihr Partner Klaus Liebscher. Klaus Liebscher ist seit einem Arbeitsunfall vor 4 Jahren ohne Beschäftigung. Und Irmgard Waldemeyer verdient einen Teil des Unterhalts als Putzfrau. Klaus Liebscher bezieht Arbeitslosenhilfe und eine kleine Rente. In der Darstellung, es ist der 11. Juni 1986, packt dann Klaus Liebscher seine Werkzeugtasche und verabschiedet sich von Irmgard, da er zu Tante Berti will. Denn die hat Probleme mit einer Lampe. Er sagt Irmgard zu, dass er zum Abendessen wieder zurück ist. Klaus Liebscher und Irmgard Waldemeyer führen notgedrungen ein bescheidenes Leben. Aber sie haben sich mit ihrer Situation arrangiert. Dazu gehören ein paar gute Freunde und ein harmonischer Kontakt zu den in der Nähe lebenden Verwandten. Als er seine Arbeiten bei Tante Berti fertiggestellt hat, klingelt das Telefon. Und Irmgard ruft an, um zu fragen, wann er denn mit der Arbeit fertig ist und nach Hause kommt. Da Klaus Liebscher mit der Arbeit schon fertig ist, sagt er zu, dass er sich jetzt gleich auf den Weg macht und dann auch gleich da sein wird. Im weiteren Verlauf des 11. Juni 1996 verläuft der Tag zunächst für Klaus und Irmgard in den gewohnten Bahnen. Es ist dann etwa 19 Uhr, als er von dem Besuch bei seiner Tante nach Hause kommt. Die beiden essen dann zu Abend und Klaus berichtet, dass Tante Berti die beiden für Sonntag zum Essen eingeladen hat. Irmgard fragt dann, ob sie nachher noch nach unten gehen wollen zu Doris auf ein Bier. Und der Sprecher Michael Brennecke berichtet, dass es zu den wenigen Abwechslungen des Paares gehört, in den 2 bis 3 Kneipen in der Nachbarschaft ein Bier zu trinken und dabei ein paar Bekannte zu treffen. In der Darstellung wird das Schild zum Goldenen Hirschen gezeigt und dort halten sie sich ab etwa 20 Uhr auf. Das Lokal befindet sich unmittelbar neben ihrer Wohnung. Und auch über diese Kneipe ist im Internet nichts mehr zu finden. Der Sprecher Michael Brennecke erzählt dann, dass Irmgard Waldemeyer und Klaus Liebscher in ihrem Wohnviertel recht beliebt sind. Die beiden gelten als eher unauffälliges, freundliches und hilfsbereites Paar. An diesem Abend bleiben sie etwa 2 Stunden in dem Lokal. Danach gehen die beiden zurück in ihre Wohnung und kommen dort kurz vor 22 Uhr an. Den restlichen Abend verbringen die beiden vor dem Fernseher und schauen sich einen Krimi aus der Reihe Derrick an. Dies wäre ja heute auch nicht mehr möglich, da die Serie Derrick komplett vom ZDF verbannt wurde. Klaus ist müde und entscheidet sich, zu Bett zu gehen. Auch Irmgard will sich bald schlafen legen, da sie im Fernsehen nichts Vernünftiges mehr findet,
als er die Fernsehzeitschrift durchblättert. Und so findet die nächste Szene dann im gemeinschaftlichen Bett der beiden statt. Irmgard schaut noch etwas in einer Zeitschrift und Klaus schläft bereits. Gegen 2 Uhr morgens kommen dann 2 unbekannte Männer zu dem Haus, in dem Klaus und Irmgard leben. Die recht einfache Eingangstür des Hauses leistet nicht viel Widerstand. Und von den Bewohnern bemerkt niemand etwas. Nachdem sie die Hauseingangstür aufgebrochen haben, gehen sie über das Treppenhaus anscheinend direkt in die oberste Etage. In das Dachgeschoss, wo sich die Wohnung von Klaus und Irmgard befindet. Anscheinend suchen die beiden gezielt die Wohnung auf und brechen dann in die Wohnung ein. Also sie öffnen die Tür, wo relativ lautlos, als wenn sie sich da an dem Zylinder zu schaffen machen. So sah es auf jeden Fall in der Darstellung aus. Irmgard wacht verschreckt auf, weil sie das Quietschen der Wohnungseingangstür gehört hat. Sie weckt Klaus, der tief schläft, und sagt ihm, da ist jemand in der Wohnung. Und dann betreten 2 Täter auch das Schlafzimmer. Einer der Täter zielt sofort auf Klaus und schießt auf ihn. Ob dies jetzt ein Versuch war, ihn zu töten? Laut der Darstellung meine ich nicht. Als Klaus sich aufrichtet und eine Bettdecke nach den beiden wirft oder in deren Richtung stößt, wird ein zweites Mal auf ihn geschossen. Der andere Täter fragt, wo ist Geld? Und Irmgard sagt, dass sie kein Geld haben. Dabei beginnt der andere Täter, den Kleiderschrank im Schlafzimmer zu durchwühlen. Irmgard sagt dem anderen Täter, dass sie arm sind und bei ihnen nicht zu finden ist. Der Täter mit der Waffe sagt ihr, dass sie ruhig sein soll und er ihr sonst in den Kopf schießt. Beide Täter haben einen osteuropäischen Akzent. Und auch der andere Täter beginnt dann, die Wohnung zu durchsuchen. Sie finden ein bisschen Schmuck, durchsuchen dann weiter das Wohnzimmer. Besser gesagt, sie reißen alles aus den Schränken raus. Und sie finden noch ein bisschen Geld. Welche Summe das genau war, wurde auch in der Nachbesprechung nicht gesagt. Sie gehen danach noch einmal ins Schlafzimmer zurück und sagen Irmgard und Klaus, dass sie ruhig und liegen bleiben sollen und verlassen dann die Wohnung. Irmgard bemerkt es jetzt, wie schwer verletzt Klaus ist und verständigt per Telefon die Polizei und berichtet, dass sie überfallen wurde und ihr Mann verletzt ist, da auf ihn geschossen wurde. Als Irmgard von dem Telefonat zu ihrem Schlafzimmer geht, stellt sie fest, dass Klaus bereits verstorben ist. Und damit endet dann die filmische Darstellung. Eduard Zimmermann sagt zu Beginn der Nachbesprechung, dass Klaus Liebscher bereits tot war, als der Notarzt eingetroffen ist. Die Täter haben den Mann mit unglaublicher Kaltblütigkeit erschossen. Falls sich jemand fragt, warum die anderen Bewohner des Hauses von den Schüssen nichts gehört haben, der Grund ist, weil die Täter einen Schalldämpfer verwendet haben, wahrscheinlich, oder einen verlängerten Lauf. Das nur als kleiner Einwurf von mir. Und eben dieses brutale Töten zeigt eine bedenkliche Tendenz in der Kriminalität. Denn die Hemmschwelle, einen Menschen zu töten, nimmt ab. Eduard Zimmermann beginnt dann das Gespräch mit dem im Studio anwesenden Kommissar. Dass die ganze Tat aus kriminalistischer Sicht doch ziemlich unerklärlich ist und fragt, ob es nicht eine Beziehungstat sein könnte und sich Opfer und Täter kannten. Der zuständige Kommissar Lang sagt dazu, sicher, denn einiges spricht dafür. Allerdings hat die Kripo im Umfeld des Getöteten, Klaus Liebscher, keine Anhaltspunkte dafür gefunden. Allerdings ist eine Frage in dem Fall offen geblieben. Klaus Liebscher war kurz vor der Tat, von Mitte Mai bis Anfang Juni, alleine in der Wohnung. Seine Lebensgefährtin Irmgard war zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus. Es könnte sein, dass er in dieser Zeit irgendjemanden kennengelernt hat, von dem die Kripo bis heute nichts weiß. Der genaue Zeitraum war der 20. Mai bis 3. Juni 1996. Es wird deswegen gefragt, ob jemand weiß, ob Klaus Liebscher in diesem Zeitraum eine Bekanntschaft gemacht hat. Eduard Zimmermann fragt dann weiter. Er meint, wenn es nun keine Anzeichen für eine Beziehungstat gegeben hat, bliebe doch an sich nur die Vermutung, dass die Täter für sich mehr oder weniger zufällig in die Dachwohnung eingebrochen sind. Dann wäre Klaus Liebscher ein Zufallsopfer für eine Beute von 500 Mark geworden.
Den Wert der Beute machte die Kripo anhand der gestohlenen Schmuckstücke fest. Diese seht ihr hier eingeblendet als Zeichnung. Es handelt sich dabei um zusammenhängende Schmuckstücke, ein Collier mit passenden Ohrhängern, eine Armbanduhr und einen Ring, goldfarben besetzt mit Granatsteinen. Es wird vermutet, dass die Täter versucht haben, den Schmuck zu verkaufen. Das waren dann alle Informationen zu dem Fall. Wie schon gesagt, im Internet gibt es dazu leider gar nichts. Schauen wir uns die Tat noch einmal an. Klaus und Irmgard haben nur ein geringes Einkommen und leben in einem Stadtteil, der dafür bekannt ist, dass die Arbeitslosenquote hoch ist und viele von staatlicher Unterstützung leben. Da stellt sich dann natürlich die Frage, warum man in solch eine Wohnung eindringt, wenn man von vornherein davon ausgehen muss, nichts oder gar nichts zu erbeuten. Anscheinend, so war es zumindest dem Filmfall zu entnehmen, sind die Täter gezielt zu der Wohnung von Irmgard und Klaus in der 5. Etage gegangen. Von Einbruchsversuchen in anderen Wohnungen in dem Haus oder in der Umgebung wurde nichts gesagt. Wäre es ein willkürlicher Einbruch gewesen, hätte man sich eine tiefer liegende Wohnung gesucht, da dann die Entdeckungsgefahr beim Weg zur Wohnung und bei der Flucht geringer ist. Und dann hätte man auch davon ausgehen müssen, dass in der Wohnung einiges zu holen ist, die dann dieses erhöhte Risiko rechtfertigt. Oder man nimmt diesen Weg, weil man unbedingt in diese Wohnung muss. Und alle anderen Wohnungen sind uninteressant. Weiterhin hatte die Waffe einen verlängerten Lauf und oder wahrscheinlich einen Schalldämpfer, so sagte Eduard Zimmermann in der Nachbesprechung. Wenn man eine Waffe mit einem Schalldämpfer ausstattet, geht man davon aus, diese auch zumindest höchstwahrscheinlich einsetzen zu wollen. In der Darstellung hat es sich konkret so abgespielt. Irmgard war wach, als die Täter reinkamen ins Schlafzimmer. Sie interessierten sich aber irgendwie nicht für sie, sondern fokussierten sich direkt auf Klaus und schossen direkt auf ihn, als er sie erblickte. Da ist einfach die Frage, sollte der Schuss ihn töten, eine Warnung sein oder ihn außer Gefecht setzen? Sahen sie von ihm mehr Gefahr ausgehen als von Irmgard? Irgendwie sehe ich hier einen strukturierten Weg. Der direkte Weg in die Wohnung, dann die Fixierung auf Klaus. Ich denke mir, dass die Täter gezielt auf Klaus fixiert waren und die Tat auf ihn auch ausgerichtet war. Und die Täter sicher waren, dass Irmgard sie nicht kennt, denn sie trugen keine Masken oder ähnliches. Mein Gefühl sagt mir, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. Aber warum? Es könnte durchaus sein, dass während der Abwesenheit seiner Lebensgefährtin er vielleicht etwas mehr unterwegs war als sonst üblich, da es ihm einfach alleine zu Hause langweilig wurde. Ist er dort vielleicht auf die falsche Person getroffen? Hat er vielleicht irgendwo Schulden gemacht, die er nicht begleichen konnte? Hat er vielleicht irgendwie gespielt oder ähnliches, um dann die einsamen Abende rumzubekommen? An einen simplen Einbruch glaube ich nicht. Klar hat man noch die Wohnung durchsucht, um an irgendwelche Gegenstände zu kommen. Deswegen sagt die Polizei ja auch, dass es eventuell ein Raubüberfall gewesen sein könnte, wo es dann nur um die Beute ging. Ein Phantombild der beiden Täter wurde nicht gezeigt. Also unklar, ob damals überhaupt ein Phantombild erstellt wurde. Das war es dann mit dem ungelösten Fall von Klaus Liebscher. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!